Herzlich willkommen hier zu einem neuen Video bei der A&M. Heute geht es um das Thema, wie kannst du die Potenziale deiner Interessenten am besten erkennen, wie kannst du noch mehr Umsatz schreiben und welche Systeme und welche Tools kannst du dafür einsetzen, um eben aus deinen Kundenanfragen noch mehr Umsatz zu schreiben. Viel Spaß dabei. Ja, in diesem Video soll es darum gehen, wie du eben aus deinen Kontaktanfragen und deinen Interessenten das beste Potenzial identifizieren kannst und wie du da eben noch mehr Umsatz eben schreiben kannst aus den Kontakten, die auf dich zukommen. Und das Stichwort oder das Schlüsselwort ist hier CRM. Ja, vielleicht hast du das Wort schon mal gehört. CRM, was heißt das eigentlich? Customer Relationship Management System. Und das heißt eigentlich, naja, Customer Relationship heißt ja Kundenbeziehungssystem, ja, oder Kundenbeziehungsmanagementsystem. Und ja, was sollst du damit als Handwerker jetzt anfangen? Im Endeffekt geht es darum, dass du die Interessenten und die Kunden, die reinkommen, die willst du ja jetzt nicht mit Zettel und Stift irgendwie aufschreiben. Ich weiß, einige Handwerksbetriebe machen das, aber das ist natürlich alles andere als optimal heutzutage. Diesen Schritt solltest du auf jeden Fall digitalisiert abbilden. Und dafür kommt eigentlich ein CRM-System ins Spiel. Und was du da machst, ist eigentlich, dass du alle deine Kontakte, die du hast, ja, hier in so einem System einfach sammelst und die hier als Kontakt bei dir reinlaufen. Sobald die sich melden. Ja, also das ist jetzt hier Kontakt 1, Kontakt 2, Kontakt 3 und so weiter. Und was eben das Interessante an einem CRM ist, ist, dass du eben alle Informationen an einem Ort speichern kannst. Das heißt, wenn wir hier unsere Kontaktdatenübersicht haben, ja, also der ein oder andere wird so ein System vielleicht schon haben, aber ich möchte dir einmal in diesem Video zeigen, worauf es hier wirklich ankommt, dann geht es halt darum, dass du hier den Kunden hast, vielleicht hier irgendwie so ein kleines Bild oder so, dann die Kontaktdaten und so weiter. Und jetzt, es geht ja darum, Customer Relationship Management. Und wie kann ich schaffen, noch mehr Potenzial daraus zu holen? Naja, ich muss erstmal abfragen, wie das Potenzial bei dem Kunden ist. Das heißt, ich brauche verschiedene Felder, wie ist zum Beispiel das Investition, ja, also wie groß ist das Investitionspotenzial dieses Interessenten? Was möchte der genau haben? Ja, wann möchte der das haben? Wer sind die Entscheider, was möchte er haben, wann möchte er es haben, Entscheider, Budget, ja, Investition oder Budget kann man sagen. Genau, und das sind schon mal so die wichtigsten Rahmenfaktoren, die ich ja auch abfragen möchte. Und dann kann ich basierend darauf, kann ich auch eine gewisse Hierarchie oder eine Priorisierung meiner Interessenten auch vornehmen. Ja, wenn ich jetzt jemanden habe, der das in der weiten Zukunft haben möchte und dann das Budget sozusagen auch gering ist, da weiß ich, okay, das ist jetzt kein Interessent, der jetzt eine super hohe Prio haben sollte vor den Kunden, die jetzt sofort etwas haben möchten und die ein super hohes Budget mitbringen. Das heißt, ich kann da innerhalb meines CRMs auch schon eine gewisse Priorisierung vornehmen. Das Ganze funktioniert natürlich nur, wenn ich auch eine gute Qualifikation per Telefon auch durchführe. Ja, und das Schöne ist jetzt aber, ich kann dann auch, wenn ich mal mit Kunden oder Interessenten gesprochen habe, die zum Beispiel zu einem späteren Zeitpunkt erst in Frage kommen, kann ich natürlich diesen Punkt hier, ja, wenn ich hier zum Beispiel mal ein Datum ausgefüllt habe, hier irgendwie das Budget, hier, das sie haben wollen, das kann ich auch anbieten und die Entscheider haben auch alle, wollen auch alle mit dabei sein, dann kann ich natürlich auch später hergehen und sagen, naja, ich möchte mal alle Interessenten, die früher ein Budget hatten von größer als 10.000 Euro und die jetzt Lust haben, das Ganze auch umzusetzen. Wo du halt drauf achten solltest bei der Auswahl von so einem CRM sind verschiedene Dinge. Erstens, dass du natürlich in der Lage bist, hier auch deine eigenen Felder zu hinterlegen, ja, dass du auch deine eigenen Eigenschaften hier hinterlegen kannst. Woher kommt die Anfrage eigentlich? Ja, wie viel Budget hat der Interessent mitgebracht? Dass du hier eben deine eigenen Eigenschaftsfelder auch hinterlegen kannst. Ich werde dir auch hier unter dem Video ideale CRM-Lösungen damit verlinken, die du auch nutzen kannst für deinen Handwerksbetrieb, die auch andere Betriebe hier im Einsatz haben. Aber wichtig ist eben, dass du dir bewusst machen musst, wenn du heutzutage noch mit Zettel und Stift arbeitest, ja, dass du da auf jeden Fall nicht das Optimale für deinen Betrieb rausholst, weil solche Sachen, die kannst du dann gar nicht mehr machen. Ja, wenn du irgendwo einen Zettel oder einen Stift eine Hängemappe irgendwo liegen hast, wo drin stand, ja, Mitte 2020 wollte Frau Schmidt hier eine Küche haben für 12.000 Euro, aber es hat dann doch nicht gepasst, weil sie zieht erst in einem halben Jahr um oder so und dann ist was dazwischen gekommen und so weiter. Du kennst das ja. Wie findest du diese Frau Schmidt jetzt wieder? Ja,
Hier in so einem CRM-System, da kannst du diese Beziehung wieder pflegen und sagen, ja, jetzt möchte ich mich erinnern lassen, die Frau Schmidt hat mir doch gesagt, dann und dann hat sie, zieht sie um, ja. Und dann rufe ich halt 2, 3 Monate vorher nochmal an und sage, Frau Schmidt, wie sieht's denn aus? Sie wollten ja umziehen, wie sieht's denn aus? Ja, und dann vielleicht sogar noch eine höherpreisige Küche, ne, wo es irgendwie um 30, 40.000 Euro ging oder so, wo sich das Ganze auch lohnt, dann nachzufassen, ja. Also für jetzt eine 3, 4, 5.000 Euro Küche oder so macht das Ganze natürlich weniger Sinn. Aber wirklich bei Projekten, die sich auch wirklich richtig lohnen, da lohnt es sich natürlich auch im Vertrieb hier, so ein System einzusetzen und diese Kundenbeziehung, diese Anbahnung auch ja, zu pflegen. Und darum geht es eigentlich bei einem CRM. Und wichtig ist natürlich auch die Geschwindigkeit, in der du so einen Prozess durchführen kannst. Und was hier bei einem CRM auch ganz wichtig ist, sind dann auch wieder die Dealphasen. Du kennst das aus anderen Videos vielleicht schon. Da habe ich dir erklärt, wie du innerhalb der Erbringung der Dienstleistung, also zum Beispiel der Montage der Küche, wie du da eine Übersicht hast über deinen Prozess. Und genau das Gleiche gibt es bei einem CRM auch. Und zwar musst du hier eben sehen, hier gibt es das Anfrage eingegangen. Hier landen sozusagen alle, die sich bei dir melden, per Webseite, per Kontaktformular, die vielleicht auch sich so telefonisch gemeldet haben und so weiter. Und hier landen dann sozusagen diese einzelnen Kunden drin. Und dann haben wir hier zum Beispiel Nachverfolgung, ja, weil man die zum Beispiel beim ersten Mal nicht erreicht hat. Nachverfolgung, dann gibt es hier qualifiziert, aber haben vielleicht noch kein Beratungsgespräch, ohne Termin. Ja, das sind sozusagen die Leute, bei denen alles passt, ja. Die haben das Budget, die haben auch einen großen Bedarf, jetzt in der näheren Zukunft wollen die das Ganze montiert haben, bei denen wollen beide Entscheider mit dabei sein. Und so weiter und so fort. Die wollen das Produkt, was du auch anbieten kannst und so weiter. Aber es hat sich jetzt noch kein Termin gefunden, den du zum Beispiel, wo du diese Person beraten kannst. Dann gibt es hier zum Beispiel Beratung. Beratung 1. Ja, manchmal macht man noch eine zweite Beratung, wenn der Kunde vielleicht nochmal das Angebot mit nach Hause nehmen sollte. Dann kommt immer so ein bisschen auf deine Vertriebs- und Verkaufsablauf, auf deine Abläufe an. Ja, manchmal Beratung 1, Beratung 2. Wenn die Kunden das nochmal mitnehmen wollen und dann hier verkauft, verkauft oder nicht verkauft und so weiter. Ja? Und auch hier, wenn du das aus anderen Videos vielleicht schon kennst, das ist eine Pipeline, ja, so arbeiten und denken wir häufig hier. Auch hier ist das Ziel, diesen Kunden von links nach rechts möglichst schnell durchzubekommen. Ja, also wir haben hier Kunde 1, Kunde 2, Kunde 3. Und diesen Kunden möchten wir natürlich möglichst schnell hier auf verkauft schieben. Und damit kannst du auch als Chef sehr, sehr gut sehen, wie effizient dein Vertrieb arbeitet. Weil du siehst dann auch hier wieder, hier sind vielleicht irgendwie gerade 20 Leute in Nachverfolgung. Ja, hier liegen vielleicht noch 10 Leute drin, wo noch ein Termin terminiert werden muss. Hier liegen gerade 5 Leute drin, hier nochmal 2. Und du kannst dann auch sehen auf einmal, wenn diese Zahl hier steigt, Beratung 2 zum Beispiel, hier steht auf einmal eine 10 drin, normalerweise steht da immer eine 2 drin, dann siehst du, okay, meine Verkäufer, die machen auf einmal die ganze Zeit einen 2-Termin aus. Woran liegt das? Vielleicht muss ich mal mit denen sprechen. Ja? Oder ich habe hier in Nachverfolgung total viele drin, die konnte ich hier nach dem ersten Mal nicht erreichen. Was ist denn mit den Anfragen los, die da reinkommen? Oder sind meine Vertriebler da überhaupt hinterher, um diese ganzen Anfragen hier durchzubekommen? Rufen die überhaupt nochmal an, wenn sie das erste Mal nicht erreichen und so weiter, ja? Also diese ganzen Fragen, oder auch wenn das hier vorne voll läuft, ja, wenn du hier irgendwann viele drin hast, keine Ahnung, hier zum Beispiel auch 20, das muss immer im Idealfall auf Null sein. Das hier auch am Ende des Tages im Idealfall immer auf Null, weil du willst es halt schaffen, dass du diese Phase hier immer leer arbeitest und von links nach rechts rüberschaufelst. Und das kannst du halt in so einem CRM-System sehr, sehr gut abbilden und sehr, sehr gut dir visuell darstellen lassen, sodass du halt als Chef auch immer den Überblick behältst, wie sind wir vertrieblich gerade aufgestellt und das nicht so eine Blackbox ist, ne, wo du nicht weißt, was passiert da eigentlich. Und deine Verkäufer sagen dir, ja, läuft gerade nicht so und so weiter. Dann kannst du das hier an den Zahlen ablesen, was hier genau passiert. Im Idealfall dann berechnest du davon auch noch Quoten und so weiter. Das geht dann so ein bisschen mehr ins Detail noch. Aber Ziel dieses Videos war es einfach mal dir zu erklären oder dir bewusst zu machen, dass es solche CRM-Lösungen eben gibt und dass du die auch in deinem Betrieb einsetzen solltest, um einfach eine Übersicht zu haben, um auch einfach das meiste an Potenzial
bei deinen Interessenten rauszuholen. Wenn du das noch nicht hast, dann informier dich da auf jeden Fall. Ich werde dir hier unter dem Video auch nochmal interessante Lösungen verlinken. Wenn du generell interessant oder wenn du es generell interessant findest und da mal mit uns drüber sprechen möchtest, wie man sowas umsetzen kann, melde dich auch gerne auf unserer Webseite www.almberatung.de. Ne, da kannst du dich eintragen, da können wir dir einfach mal zeigen, wie sowas genau funktioniert, wie sowas abläuft. Und ja, ich hoffe, du konntest ein, zwei Impulse mitnehmen oder das hat dich ein bisschen inspiriert, dass du sagst, ey, ich habe da auch Lust drauf, ich brauche sowas auch. Dann schreib mir gerne in die Kommentare, kannst mir da auch gerne deine Fragen stellen, wenn du da irgendwie Rückfragen hast. Ich antworte da auch immer gerne persönlich drauf. Jo, und dann sage ich, wenn dir das Video gefallen hat, gib gerne einen Daumen hoch und ansonsten sehen wir uns dann im nächsten Video. Mach's gut, ciao.